Hallo und willkommen zum Mila Innenreport, heute in Ludwigsburg beim Länderspiel Deutschland gegen Frankreich. Neben mir stehen die Nationalspieler Tom Strohbach und Björn Höhne. Jungs, ich grüße euch. Ihr seid ganz frisch im Nationalteam. Wie ist das Gefühl, das Trikot jetzt tragen zu dürfen? Das ist super. Seit ich Volleyball spiele, möchte ich in die Volleyball-Nationalmannschaft der Herren. Und das habe ich jetzt geschafft. Jetzt geht es erst richtig los und weiter natürlich. Bei dir, Björn? Ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Also es ist ein super Gefühl. Es ist ein super junges Team dieses Jahr. Es macht Spaß, mit dem Trainer zu arbeiten, mit der Mannschaft. Und ja, es wird ein schöner, langer Sommer für alle. Ihr beide seid ja schon gestandene Volleyballspieler, auch in der Bundesliga. Björn, du bei Berlin Recycling, Tom, du bei Generali Unterhaching. Hat man trotzdem ein Kribbeln im Bauch, wenn man jetzt auf dem Feld steht? Ja, auf jeden Fall. Man ist nochmal ein ganz anderes Stückchen Volleyball, wenn man hier spielt. Man muss wie immer 110% geben, aber es ist nochmal wirklich ein anderes Gefühl, als im Verein auf dem Feld zu stehen, weil man sein Land repräsentiert. Ja. Ich finde es schon ähnlich. Es ist einfach bei jedem Spiel so, wenn das Kribbeln nicht mehr da wäre, dann würde der Sport auch keinen Spaß mehr machen. Das braucht man noch einfach und deshalb macht es auch immer so viel Spaß, hier zu spielen. Vor allem vor so vielen Zuschauern. Was sind eure persönlichen Ziele jetzt in der Nationalmannschaft? Mitspielen. Also für mich persönlich, meine Saison war eher durchwachsen, deswegen will ich so viel wie möglich hier mitnehmen. Ich will wieder in meine Form kommen oder Form erreichen. Ich will ein neues Level erreichen und wenn man spielt, einfach das Beste geben, um sich zu zeigen und der Mannschaft zu helfen, zu unterstützen. Ihr habt ja heute gegen Frankreich gespielt, habt 2-0 geführt. Was war los? Dann leider abgegeben im fünften Satz? Ja, nach einem 2-0 ist es sehr wahrscheinlich, dass dann mal so ein bisschen ein Spannungsabfall kommt noch. Dazu kam, dass wir dann ein bisschen die Mannschaft durchgewechselt haben. Das bringt vielleicht ein bisschen Unruhe rein. Und so kommt dann eins zum anderen und man ist schnell hinten und lässt sich verunsichern. Dein Eindruck zu einem Spiel, Björn? Ja, es war ein bisschen schade, dass Dennis sich verletzt hat, weil Dennis jetzt zurzeit oder generell ein tragender Spieler ist. War wichtig fürs Spiel. Wir haben harte Trainingswochen hinter uns bis jetzt. Deswegen kann sein, wenn die Spannung nach zwei Sätzen ein bisschen raus ist, was eigentlich nicht sein darf. Aber es kann passieren, dass die Spieler dann ein bisschen müde werden. Und die Franzosen haben dann einfach frei aufgespielt und haben die Aufschläge besser getroffen. Ja, dann kommt das eine zum anderen. Dann sind wir ein bisschen uneingespielt, noch unerfahren, viele. Ja, so passiert das manchmal. Tom, aus deiner Ansicht, mit was haben die Franzosen euch jetzt unter Druck gesetzt? Ja, viel mit dem Aufschlag. Dann ja, vielleicht in der Verwertung der Chancen waren wir ein bisschen uneffizienter als die. Also, das ist mein Eindruck gewesen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview und noch viel Erfolg für die Saison und in World League. Bis dann, ciao. Thank you.